Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars. Wir begrüßen Sie als Freunde der guten Nachtunterhaltung. Erdenschaden, wir setzen einfach die Story fort. Ich habe immer einen Schaden. Ich wollte einfach mal ein bisschen ruhiger klingen und ein bisschen Episode 4, eine neue Hoffnung. Kapitel 6. Hast du irgendwas? Rebellenangriff. Warum unterbrichst du mich immer? Nachdem sie die Pläne des Todessterns endlich in den Händen hält, plant die Rebellenallianz einen verzweifelten Angriff auf die imperiale Raumstation. Doch ein versteckter Peilsender am rasenden Falken hat Darth Vader zur geheimen Rebellenbasis auf dem Mond Yavin 4 geführt. Schon bald wird der Mond in Reichweite des Superlasers des Todessterns sein. Die Hoffnung der gesamten Galaxis ruht auf den Schultern einer kleinen Gruppe furchtloser Piloten. Und dann bist nicht du gemacht. Wir sind furchtlose Piloten. Was? Du nicht. Ich bin furcht. Ja, flieh. Sonst geht's dir gut. Ach, das ist der Mond, ich dachte gerade schon. Ja, ich dachte auch, was ist schon. Also, was mit Yavin? Wo ist die Uhr? Sind wir schon Mustafa wieder oder was? Mann, schon wieder. Trottel. Ja, ohne R2 sind die hier aufgeschmissen. Ja, aber sie haben ja R2. Der hat die Pläne für den Todesstern. Oh ja. Das erinnert mich gerade irgendwie an was anderes. Aber nur ganz leicht. Bombe rein, Explosion. Ja, mehr oder weniger. Also. Und nach 9 Monaten kommt dann die Zerstörung. Aha, aha. Oh. Jetzt ist heute schon wieder komisch. Wieso heute? Wir nehmen doch schon 3 Parts am Stück auf. Glaubst du, ich bin dann noch normal? Wahnsinnig. Kolum, 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 kolum. Wir dürfen jetzt glaube ich sogar fliegen. Ja, fliegen. Ja, Begeisterung hört sich anders an. Halt, halt, halt. Das müsste sogar das letzte Level aus Episode 4 sein. Dann haben wir Episode 4 schon. Ach, ich bin der Grüne, okay. Ja, ich bin der Blaue. Auf das Ding müssen wir drauf schießen. Ich bin im X-Wing, ich habe hier den geileren Flieger. Und du bist der Y-Wing, na gut. Ich bin der X-Wing und du bist der Y-Wing, wow. Zusammen sind wir die Rebellen. Und ich bin gestorben. Das freut mich aber, können wir das Ding hier bewegen? Gar nicht. Ah, da müssen wir dagegen schießen, glaube ich. Ich schieße einfach alles ab. Nein, ich hab's wieder reingefahren, warte mal, komm her. Muss man in eine Richtung drehen? Nein, das ist in die andere Richtung. Ja, so geht's auch. Ja, genau so. Muss man Minikit nämlich rausdrehen. Haha. Wer hätte das gedacht? Wer hätte denn mit sowas gerechnet? Halt. So kann ich nicht abschießen. Hab ich schon, ich dachte schon, ich hab wieder was vergessen. Aber das war zum Glück diesmal nicht der Fall. Aber da rechts gab's noch ein paar Sachen. Nein. Doch, gab's. So, jetzt hab ich's geholt. Und links gab's auch noch ein paar Sachen. Und jetzt hab ich sie geholt. Bam. Oh, fliegt doch nicht so schnell weg, wir verpassen so viel. Bam. Du bist schon wieder so eilig. Ja, ich hab's immer eilig. Ich bin eilig. Nicht, wir verpassen so vieles. Wir haben. Wie schieße ich nochmal diese Dinge ab? Mit B. Was ist bei dir? Ah. Und ein Minikit, ein weiteres. Dank mir, weil du dich ja irgendwie nicht so um die Minikits kümmerst. Nee, ich kümmere mich da lieber darum, dass wir weiterkommen. Ein schlechtes Elternteil mal wieder. Mini-Kids, kleine Kinder. Wenn du dich um die Kids, Mini-Kids kümmern könntest, würde ich sagen, du bist Pedobär, aber. Gut. Wieso bin ich gerade gestorben? Wieso? Weil du schon wieder irgendwo da reingeflogen bist, vermute ich mal stark, wie immer. Jetzt watter doch mal, Wadda-Wing. Ich mag diese Fluglevel aber nicht, tut mir leid. Ja, das merke ich schon, aber ich finde die Fluglevel echt cool. Verstehe ich, dass man die nicht mögen kann. Ja, soll ich dir ein paar Kunden liefern? Du hast ja ein paar übrig. Es ist... Ah, Minikits ist sehr schön. Ich hab's rausgefahren. Fahren wir nochmal zurück, dann können wir die andere Seite auch noch holen, was das da so gab. Also, was ich an Fluglevel nicht mag, sind erstens ein Fluglevel. Zweitens ist ein Fluglevel. Drittens, Kontrolle, Übersicht, kannst du vergessen. Ja, die Steuerung ist halt echt mies bei den Fluglevel. Das muss man leider zugeben, dass die... Nun, haben sie einfach mal verkackt. Ja, die Steuerung ist allgemein nicht so grandios. Also ein bisschen schwammig so. Würde das man im Fachjargon sagen. Komm, noch Schwule, das kannst du. Jargon. Noch Schwule, das kannst du. Du hast Französisch gehabt, du musst Schwule reden.
Na klar. Wenigstens sind wir irgendwie variiert. Ich weiß nicht. Ja, und du bist der Papst. Du bist, kannst ja katholisch und so. Ey, ich hab Latein. Katholisch, Lateinisch. Oh Gott, ah, oh, ich bin blöd. Ich kann katholisch, ja, ne? Du kannst katholisch. Oh, komm, lach noch behinderter, das kannst du auch. Noch behinderter, einer geht noch. Ey, ja, das können wir den Zuschauern nicht antun heute. Heute dumm hoch 3. Ey, so ein Varieté fällt mir gerade auf. Ziemlich geil. Hab ich doch gerade gesagt, aber. Ich weiß, ich hab's nochmal betont, weil es so toll ist. Und weil es kein Video, den ich gehört hatte. Ja. Wieso bin ich schon wieder gestorben? Ja, ich habe wieder der böse Teil, weil die nicht abgeschossen haben kann. Wieso bin ich gerade schon wieder gestorben? Weil du Bauernopfer bist, weil ich der Richtige bin. Ich hab den Spiel zwingen. Ey, hörst doch mal, hörst du mal auf die ganze Zeit. Ich versuche immer hinten was schön. Da, Gas Mini geht, jetzt kommst du immer zurück. Controller übernehmen. Nein, ich will die Kugel. Controllerkrieg. Ich will die Kugel. Boah, Junge, jetzt nerv mich. Die Kugel. Komm jetzt mal zurück hier. Da, hier. Schuss du hier. Ja, Minikit und noch ein paar Sachen hier mitgenommen. Die Level sind irgendwie endgeil, um viele Münzen zu bekommen. Da war ja nicht gerade ein roter Stein, oder? Wäre gut, wenn deiner wäre. Oder sollte einer sein, dass er ist. Ich hab da eins draufgeschossen. Wo bin ich? Ach, hier. Wo ist der Grüne immer noch? Das hat sich in den letzten Minuten nicht geändert. Doch. Das hab ich nicht. Oh, ja, ich will die Scheiße noch dran fliegen. Ah. Mir ist auch, wenn du in der Nähe bleibst, kriegt man automatisch diese komischen. Ja, das ist richtig. Da muss ich dir wohl leider nicht geben. Dann stell mir das auch mal was, weil ich traue. Ah, hier gibt's ein paar Sachen, die wir abschießen können. So, Münzen mitnehmen. Warte mal, hinten gab's auch noch ein paar Münzen. Wir sind schon wahrer Jedi, Junge. Aber ja, da kannst du ja schöne Charaktere kaufen. Sonst willst du mal Charaktere haben. Ja, also letztens, ja, die hab ich da an die General! Sie ist gefallen. Kommen Sie mit. Sie würde ich nicht mitnehmen. Sie nehmen nicht mal ihre Waffen mit. Ja, ich glaube in einem Rausch brauchst du nicht unbedingt ihre Waffen. Ja. Ja, jetzt werden wir Graben des Todessterns verfolgt. Wow. Schieß einfach auf alles, was sich einigermaßen so aussehen würde, als würde sich bewegen. Oder du fliegst einfach auf der linken Seite, ich fliege auf der rechten Seite. Oh, was ich mal gesehen habe, ist, ich habe mal, es gab ja welche, die haben diese ganze Szene hier in Minecraft nachgebaut. Ich bin Minecraft-Fan, falls ich es noch nicht gemerkt habe. Nein, wir werden da kommen. Ich bin ja auch in einem, da kann ich das sagen? Was? Dass ich im Team bin. Feedback-Team? Ja. Das darfst du immer sagen. Das ist Eigenwerbung. Werbung ist eigene Sache hier, Feedback-Team. Ja, ich weiß nicht, Schleichwerbung so. Also wie gesagt, ich bin im Feedback-Team und bin der Einzige, der Minecraft Feedback entgegennimmt. Also wenn irgendwie Minecraft-Links kommen, werden die immer nicht weitergewendet. Oh, goldene Zähne ist sexy. Oder andere Spiele, die ich mag. Also falls ihr Minecraft Feedback haben wollt, weil ihr rein zufällig auch gerade Let's Player seid, dann könnt ihr zu einer hohen Sicherheit davon ausgehen, dass ich euch Feedback geben werde oder ihr das Feedback von meiner Wenigkeit bekommen werdet. Ja, wenn ihr Tami anschreibt. Also ihr könnt im Prinzip auch gleich bei ihn anschreiben. Und dann gebe ich euch gerne Feedback. Da-dam. Denn ich habe wirklich nichts gegen Minecraft. Ich liebe Minecraft. Wieso fliegen die Ecke hier noch? Weil sie enttäuscht in die Luft gejagt haben und der Ecke. Ach, die haben schon in die Luft gejagt. Ja, wir haben doch gerade diese Dinger da drin versenkt, die Torpedos. Aber wieso müssen wir dann im irgendwann Viele später mal nochmal reinfliegen? Weil sie dann nochmal einen neuen gebaut haben. Ja, wieso kann man da auch nicht einfach Torpedos reinschießen? Tja, vielleicht haben sie aus ihren Fehlern gelernt. Nee. Ah, das sah gerade überhaupt nicht falsch aus. Nein. Also da sah gerade eben echt Also wenn aus. Wenn sich der Luke da fallen lässt im Raumschiff, guckt euch das nochmal an. Ja, haltet da das Bild an und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Bild haltet. Ich hab's nicht gesehen. Ja, aber ich. Joke, jetzt was machst du denn? Level abgeschlossen. Super Episode Story freigeschaltet. Episode abgeschlossen. Ach, die ganze Episode? X-Wing. Und ein Y-Wing kriegen wir vielleicht auch noch, wenn wir Glück haben. Jawohl, wir kriegen auch noch ein Y-Wing. Was fehlt uns da? Das ist Ulvas Podrace, das ist das zweite, was uns da fehlt wahrscheinlich. Und wahre Jedis sind wir auch. Aber Minikits haben wir, glaube ich, leider nicht besonders viele bekommen. Aber wir haben viele bunte Steine. Viele, viele bunte Steine. Was wird denn das? Was könnte das sein? Keine
Ahnung. Das kann alles sein. Das alles nicht, aber es können TIE Fighter sein, aber... Nein. Weiß ich nicht, weiß ich ehrlich gesagt. Hörst mal auf zu knacken. Ja, hör doch auf. Und? Ja, machst du wie immer grandios schön, machst du das. Applaus, Applaus, Applaus. Das ist wie meine wahre Freude mit dir. Aber ich würde vorschlagen, wir beenden den Part, nachdem es hier auch was immer auch passiert ist. Psst. Jetzt wird spannend. Nee, jetzt achten wir hier nicht drauf. Guck mal, da ist gleich ein Spion. Wie unauffällig. D2 ist voll. Ah ne, C3PO ist voll goldig. Sogar die. Langweilig. Das lassen wir beim letzten. Bei Band 6 lassen wir mal die kompletten Credits. Damit sich wieder ein gewisser aufregen kann. Damit sich wieder Leute aufregen können über die Credits. Nee, ich finde die Credits sind cool. Hörst du auf? Wir können jetzt mal wieder schauen, was wir uns Schönes kaufen können. Nachdem wir jetzt hier alle Episoden abgeschlossen haben. Nein. Alle. Alle Abschnitte von, meinte ich, von der Episode. Du, Alter. Das ist schön, ich laber nämlich immer oft mal so Müll in und dann habe ich... Oft? Noch, nicht immer? Nee, oft. Also dummes Zeug noch. Zum Müll laber ich noch dummes Zeug dazu. Und da habe ich immer noch einen Joker, der mir dann sagt, hey, nee, der mich immer verbessert. Das ist... Manchmal ist es sogar richtig gut. Den Gondroiden haben wir schon. Den Gondroiden. Aber Shaki, Jedi Meisterin Shaki und Jedi Meister Plo Koon hatten... Was, können wir nicht? Doch, können wir kaufen. Können wir kaufen. Und eine Rebellentruppe und eine Sturmtruppe und einen imperialen Shuttle-Piloten können wir es leider nicht mehr kommen. Die paar, die... Warte, da konnte man Java kaufen. Die paar Dinger, die... Genau, kann ich das machen. Na gut. Dann nehme ich Kit ein. Ich brauche jeder. Tja. Nein, einen Jedi. Oder so einen coolen Kerl. Na gut, wie du meinst. Da ist Jedi... Ach nee, oder? Nee, ich bin mal Jedi. Hier ein bisschen Sachen auseinanderlegen, ein bisschen Münzen grabbeln. Oh, in der Grabbelbox. Da bist du ja zu Hause. Hier siehst du, jetzt haben wir es geschafft. Ja, wir haben 25.000, jawohl. Können wir uns doch noch den... Was ist denn das? Piloten? Imperialer Shuttle-Piloten, ja, können wir uns jetzt noch kaufen. Java! Ich glaube, den hätte ich mir echt lieber gekauft. Wen können wir noch alles hier? Grand Moff Tarkin, Imperialer Offizier, TIE Fighter Pilot. Todesstern-Super, hab ich jetzt gerade gelesen. Stand-Trupper, Imperialer Spion, Grido. Imperialer Spion haben wir den nicht schon mal gekauft? Bäh. Oh, Matsche. Ich bin Matsche. Hörst du auch so zu reden? Bäm. Warte, ich will jetzt gerne nochmal in den Charakter-Editor gehen, weil der Part den... Also ihr könnt jetzt abschalten, wenn ihr den Charakter-Editor nicht mehr sehen wollt, denn in diesem Part wird sonst wahrscheinlich nichts mehr passieren. Ach, du bist jetzt auf meiner Seite auf der Rechnung, okay. Oh, ja. Ja, Alter, ist das geil. Ja, mit der Frisur von Fistel, da steht immer wieder exzellent. Mit dem Fistel. Yes, like a boss. Ja, ich kann mich hier auch gar nicht entscheiden. Genau. Es gibt ja so viele schöne Gesichter, da kann man sich gar nicht auch eins aussuchen. Was? Wieso gibt es verschiedene Pistolen? Es gibt ja verschiedene Farben anscheinend. Ja, was haben sie mit dem gemacht? Ja, Mann. Oh ja. Du bist es mal wieder. Mal wieder unglaublich schön. Wenn überhaupt nicht schwul. Nein. Ich kann das Bild wackeln lassen. Sehe ich gerade. Hör auf. Mir wird schlecht. Davon. Oh ja, haarige Männerbrust. Sowieso, das kommt immer gut hier. Ich weiß nicht. Hier gibt es so viele schöne Charaktere, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, aber ich glaube, ich nehme den hier. Ja, ich habe meine große Liebe gefunden hier. Warte. Und daher... Den absolut schwulen Jedi. Yes. Oh ja. Aua. Oh Gott, was tust du diesen armen Kreaturen nur an? Wie haben sie das verdient? Ja, ein Kanina-Bandmitglied. Was? Hat er das jetzt auf oder nicht? Doch, der hat sogar auf, glaube ich. Schön wie immer. Das ist wieder eine
Pracht eines Mannes oder Fraues oder was das da darstellen soll. Roboters. Was? Was ist hier los? Schwarzkopf. Ja, aber im Ernst, was soll das? Das ist Schwarzkopf. Das ist so, sehen die Klonkrieger innen aus. Fremder 2. Den schwarzen Kopf haben die Klon. Yay. So einen schwarzen Kopf haben die Klonkrieger, wenn du sie innen baust, also wenn du sie selber von Lego hast. Ja. Ja, ich hatte Lego, ich geb's ja zu. Ja, ich auch. Lego ist auch toll. Yay. Oh ja. Der Droide mit dem Toupet. Was? Es gibt ihn rosa? Oder scheint mir das jetzt nur so? Ja. Aua. Das sieht irgendwie, naja, fragwürdig aus. Fragwürdig ist, glaube ich, das Richtige. Und wo laufen die jetzt eigentlich rum? Oder die kannst du in der Story nehmen, der Super Story. Können wir das einmal machen, nur irgendein Level? Ja, gerne machen. Na gut, also, welches sollen wir nehmen? Müssen wir eins ein nehmen, cooles. Wir spielen es aber nur kurz, wir spielen es nicht durch das Level, wir spielen nur kurz den Anfang, um zu sehen, wie das Ganze aussieht, oder? Dann machen wir jetzt ein Ja. Ey, hier gibt's denn alles? General Grievous. Ist ja wurscht, wie es ist. Nee, mach mal General, der geht eh schnell durch. Weißt du, wir spielen Freispiel und da musst du ganz unten rechts in die Ecke gehen und dann hast du da deinen Charakter. Und du warst Fremder 2, ich war Fremder 1 und zusammen waren wir ziemlich fremdartig. Ja, das haben wir alles euch schon mal vorgelesen. Wir haben den, ich glaube, den machen wir schon zum dritten Mal. Oh ja, mein super überhaupt. Hey, das ist, meins war rosa, nicht orange. Ich hatte eigentlich auch eine andere Waffe, aber... Da draußen schreien irgendwie Kinder. Und das hört man ja zum Glück überhaupt nicht alles aufgrund des tollen Kondensatormikrofons. Ja, ich glaube, man hört sogar wirklich. Doch, man hört alles. Du hörst jeden Tag. Ja, die Kirche hört man sonst immer, das ist... Heute bei mir wurden irgendwie Bauarbeiten gemacht draußen auf der Straße oder was weiß ich was. Und da musste ich heute das Zimmer wechseln. Da muss ich mal kurz deinen erotischen Charakter nehmen. Ja, der ist voll erotisch. Ich hab die rosa Macht. Wie geil, weil das Schwert Lisa ist. Das. Die Macht auch. Sehr geil. Boom. Nein. Ah, boom. Na, den kriegen wir noch. Den Grievous, den besiegen wir jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal, oder? Hat ich wieder mitkommen, aber ich brauche auch den Charakter. Nein, 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 nein. Komm, komm. Das war eine doofe Idee, Grievous zu nehmen. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ah. Damit könntest du ihn sogar kriegen. Nee. Doch. Hat sogar geklappt. Gut, dass wir das hier nur just for fun spielen. Und nicht ernsthaft. Wir sind fast, wir kriegen es fast effektiver hin, als wenn wir es ernsthaft spielen. Das ist traurig. Ich krieg auch. Hey. Da sollst du doch hochgehen. Du sollst mir folgen. Ich folge dir auf Schritt und Schritt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich fühle mich verfolgt. Ich habe Verfolgungswahn. Boah, da springt der End hoch. Warte mal, was passiert eigentlich? Danke auch. Da schießen wir auf den Grievous rüber. Da weicht er einfach aus. Das müssen wir eigentlich normalerweise machen. Warte. Ich versuch mal. Ah, du musst das Ding normalerweise rüber tun. Ja, aber was passiert, wenn ich hier... wieder verletzen? Ne, kannst du nicht. Das Spiel sieht das nicht vor. Wenn ich aber hier... Ah! Ja, du musst das... Ich muss doch hier oben das Ding machen. Guckst du. Ja, warte doch mal. Ich wollte doch aber was anderes, bevor du drauf schießt. Wollte ich irgendwie was anderes versuchen. Und was? Du kannst dich nicht verletzen. Ich wollte einen Thermaldetonator drauf werfen, aber... Hast du es gemacht? Ja, eben konnte ich ja nicht, weil... Ich wollte mal sehen, ob man ihn so verletzen kann. Ah, ich glaube, das funktioniert nicht. Oh ja, krieg ich ihn so von da oben. Ah. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn genau in die Fresse eingehauen. Ja, das war doch mal ein kurzes Level, dann hätten wir den in echt so schnell geschafft. Wäre alles besser gewesen. Aber das haben wir natürlich in echt wieder nicht so geschafft. Das ist natürlich blöd, aber nicht zu Ende. So, und dank diesem unproduktiven Part. Hey, warte mal, ich warte mal ganz kurz. Ich bin auch dein Vater, oder? Dann kann ich dir, wenn ich dich umbringe, bin ich dann. Mein Mörder? Guck mal, du kriegst mir nicht, du kriegst mir nicht. Okay, er macht wieder komisches Zeug. Warte, ich will dich mal mit einem Thermaldetonato treffen. Ja, töte mich mit einem Thermaldetonato. Nein! Das macht's besser, ich lauf sogar extra reinschauen. Ja, da bin ich sogar sofort tot beim Thermaldetonator. Instant,
Jawohl, und sofort tot. Aber ich wünsche euch noch einen wunderschönen... Ey, das macht so Spaß. Eine wunderschöne Zeit. Möge die Macht, wie immer, mit euch sein. Tschüss und danke, entschuldigt mein komisches Verhalten, aber es macht so viel Spaß. Ja, sonst geht's dir gut. Nein. Mir geht's überhaupt nicht gut. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.